eine absolute Weltneuheit. Ein Mittelgang mit zwei Einzelbetten. Wow. Wow. Hast du entdeckt hier? Ja, habe ich entdeckt. Also wirklich krass. Nein, natürlich ist das ein Spaß, aber dieses Modell gibt es jetzt neuerdings auf Citroën, richtig? Richtig. Um etwas preiswerter zu werden, einfach vom Chassis her. Ja, ich meine, das Geld sitzt vielleicht nicht mehr bei dem einen oder anderen so locker. Und ihr wollt euren Kunden natürlich trotzdem ein tolles Fahrzeug bieten und da nicht an der Qualität sparen, so ist das. Und das, die Giotto-Line. Ja, fast Giotto so wie Giotto. Ja, ja. Mir ist es, weißt du, ich habe schon wieder Hunger um, was haben wir, 12 Uhr? Nee, genau. Und die ist aus der Rapido-Gruppe, richtig? Und deswegen, ihr wollt da dieselbe Qualität eben beibehalten. Und das schafft ihr auf jeden Fall auch. Ihr habt hier ein GFK-Außenhaut, richtig? Komplett GFK-Aufbau, Boden, Seitenwände, Dach. Giotto-Line gilt ja quasi als der Preisbrecher im Moment in der Branche. Okay. Kommt aus der Rapido-Gruppe, also ähnliche Qualität, nur ein bisschen weniger Shishi und Schickimicki innen drin. Du siehst auch außen klare Linien, wunderschön verarbeitet, keine Wellen, keine Falten, kein Nichts. Ja, also bodenständig einfach, absolut oder? Bodenständig. Es ist auch kein Holz im Aufbau, kein Holz im Boden. Ist also relativ einfach zu pflegen auch, immer schön drauf. Fahrzeug ist im Großen und Ganzen wintertauglich. Was heißt es dann? Der ist wintertauglich bis minus 20 Grad. Oh, das ist ja schon ordentlich. Gibt es auch Winterpakete dazu, beheizten Abwassertank. Eigentlich alles so, was man braucht. Was ist da jetzt in der Serie dann dabei? Also an Winterausstattung, was heißt an Winterausstattung, aber was jetzt für kühlere Temperaturen gedacht ist? Du hast eine Druma 4 im Fahrzeug drin und du hast natürlich isolierten und beheizten Abwassertank. Okay. Damit kannst du also auch schon in Bayern schön an die Christkindlmärkte fahren. Und wie ist es dann? Schotti essen. Ja, genau. Und wie ist es dann mit dem Winterpaket? Was habe ich dann extra quasi? Das hast du mit dabei, das ist standardmäßig. Ach so. Ja. Du hast dieses Privilegpaket, was jetzt dort zum Beispiel draufsteht. Da hast du eigentlich schon alles drin, von der dickeren Tür, Sicherheitsschlösser. Das ist in Pakete zusammengefasst. Wirklich enorm viel, muss man einfach mal gucken auf der Seite von Giotto. Ja. Das hast du als Vorteilspakete drin und du hast eigentlich einsteigen, losfahren. Das ist das Interessante. Riesengarage, auch bis 300 Kilo belastbar. Mhm. Wir passen alle drei da ganz locker rein. Ja. Vielleicht ich nicht ganz, aber okay. Ja. Aber du kannst Fahrräder, Roller, alle die Dinge natürlich ohne Probleme mitnehmen. Ja. Auch wieder ein paar Giottis. Für unterwegs ein bisschen unbedingt was machen. Na klar. Ja, auf jeden Fall. So, besonders schick finde ich auch die Tür, musst du mal hingucken. Ja. Ist ganz selten, dass man in der Klasse so eine tolle Aufbautür hat. Stimmt, und auch vom Design her. Mit zwei so Verriegelungen, schnittig. Das sieht richtig schnittig aus. So, und wir reden jetzt die ganze Zeit vom Preis. Jetzt muss ich den natürlich auch mal kurz nennen. Und zwar... Aber bevor... Ja, okay. Genau. Schon. Bevor wir weitermachen, denn der Preis ist heiß, abonniert German Television. Genau. Yes. Ja. Damit warum, Karl? Genau, warum? Du, es ist einfach das Beste. Ihr beiden seid die Besten. Und es ist informativ. Es ist tatsächlich auch sehr, sehr ehrlich. Das müssen wir auch sagen. Ja. Wir werden zu nichts gezwungen, wir werden nicht gepeitscht, auch als Hersteller. Nein, guckt es wirklich an, es macht Spaß, auch mit euch zu arbeiten. Es soll ein bisschen Spaß auch sein, es macht Spaß. Aber den Sven kann man auch mal gucken, gell? Sven, natürlich, ja klar. Nein, klar. Also immer Daumen hoch und abonniert, schön. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, das ist so. Und auch die es jetzt vielleicht von den Herstellern mal gehört haben, ihr dürft vor die Kamera, wir schneiden nichts irgendwie zusammen von wegen, was ihr eigentlich gar nicht gesagt habt und so, sondern das, was ihr sagt, das ist dann auch im Video drin. Das ist vielleicht das Problem. Ja, das stimmt, das ist manchmal auch das Problem. Aber ich sage jetzt mal, gewisse Sender schneiden dann auch vielleicht gerne mal irgendwas zusammen, was man so nicht gesagt hat. Okay, also, wir sind bei einem Grundpreis jetzt von 58.600, richtig? Genau, das ist die Frage dann, ob Citroën oder Peugeot. Ja. Der Fiat ist natürlich immer etwas teurer. Mhm. Dann gibt es diese Pakete, die man eigentlich sinnvoll hat. Da gibt es mit DAB, Radiovorbereitung, Triuma, CP Plus Steuereinheit, beheizten Abwassertank, je nachdem. Und dann kommt man natürlich raus bei 65,6, aber das ist in der heutigen Zeit eigentlich sehr preiswert. Ja, ja. Wie das Namen preiswert sagt, es ist seinen Preis wert. So ist es, schön gesagt. Yep. Wir sind ja auf einem Modell von fast 7 Meter, knapp unter 7. So, und jetzt würden wir gerne mal reinschauen. So. Hat er gehört? Genau. Vielen Dank. Sie können dann gleich wieder rein. Genau, Sie können gleich wieder rein. Alles. Super. So, klär uns auf. Was haben wir hier? Karl ist noch gar nicht so weit. Der ist noch hinten dran.
Okay, dann fange ich vielleicht mal an. Wir haben hier sehr, sehr schöne Sitze mit ja, dieser Kombi aus hell und dunkel mit diesem Anthrazit. Das sind, also hier ist Stoff, das ist nicht so richtig Leder, das ist irgendwie so ein Wildleder, oder? Ja, das ist so ein Wildleder, das ist natürlich Kunstleder, keine Frage, aber in einer sehr hohen Qualität. Mhm. Ist auch sehr hochwertig verarbeitet, wie man hier so die Nähte sieht. Mhm. Also wirklich, wir haben ja schon einige anderen Fabrikate angeguckt, also das ist schon richtig gut gemacht. Ja. Auch der Möbelbau sieht also immer sehr robust aus. Ja. Ist auch robust. Sieht nicht nur robust aus, ist auch robust. Hier was ganz Interessantes in Detail. Sollte mal das Hubbett nicht mehr wollen, dann hast du hier die Kurbel, dann kannst du das per Hand rauf und runter kurbeln, okay. Auch ja, wenn kein Strom mehr an Bord ist. Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen, aber wussten nicht, was es ist. Ah, echt? Ja. Okay. Zeig auch gerade mal auf die andere Seite noch. Genau, da ist nämlich auch noch ein Schrank. Schau mal hier diese richtigen guten Scharniere an. Ja. Für die Preisklasse, also wirklich schon. Ja, top. Da fällt nicht so leicht was ab. Wie bei IKEA sehen die aus. Ja. Licht. Was? Nicht. Licht. Genau. Boah, zu wenig. So, wir gehen mal hier hinten durch, dann kannst du nämlich auch mal das Fenster da vorne nämlich noch zeigen. Dieses, wie nennt man das denn dann? Kennst du ein Wort dafür? Ist das ein Bugausschnitt? Ihr könnt es Bugausschnitt, Frontfenster. Wie auch immer, da gibt es viele Ausdrücke dafür. Das ist übrigens auch mit Jalousien und zum Aufstellen. Und du hast auch Fliegengitter dran. Das ist also wirklich variabel. Ist auch bei dem Paket natürlich standardmäßig enthalten. Wie die Rückfahrkamera, wie alles hier an Bord. Okay. Und ist das Hubbett dann auch standardmäßig mit drin? In dem Preis ist es mit drin. Okay. Genau. Ist auch für zwei Persönchen. Hast du das überhaupt gesehen? Nee, ne? Doch. Doch? Ja, ja. Mittlerweile, man merkt ja schon, wenn man nicht so viel Platz hat, steht man unterm Bett. Ja. Okay, dann. Das ist jetzt. Mit meinen Adleraugen. Das ist jetzt ein Hubbett, das man mit dem Schlüssel dann runter machen kann. Dann müsste man mit Schlüssel. Aber es ist nicht schlimm. Also, man müsste jetzt nicht runter machen können. Ich habe schon x-mal gesehen. Genau. Also, ein Hubbett, ich würde schätzen 1,20 auf 1,95 sowas. Ja, dürfte ich hinkommen. Genau. Mittlerweile kann ich das schon richtig abschätzen. Ja, genau. Und hier hinter mir ist dann auch noch ein großer, großer Schrank über der Küche. Also da ist wirklich viel Platz für Geschirr. Und hier ist dann auch noch mal eine Ablage darunter. Vor allem dieses im Hintergrund. Holy moly. Da kriegst du die Süßigkeiten dann alle rein. Genau. Ja, genau. Da kommt das Giotto rein. Das ist ganz wichtig. Dann haben wir zwei Flammenkochfeld. Ein riesengroßes Spülbecken. Hier ist es so eine Magnetwand, oder? Mhm, richtig. Und hier ein Handtuchhalter. So, und dann haben wir natürlich hier auch noch, darf nicht fehlen, so, das muss ich ganz hoch drücken, ne? Das, ja, genau. Eine große Schublade. Und das finde ich ziemlich gut, weil das ziemlich robust auch ist wahrscheinlich, ne? Ja. Dieser Riffel. Rutscht auch nicht alles so schnell drin. Mhm, ja. So, genau. Also ganz hoch drücken diesen... Noch eine Schublade. Soll ja während der Fahrt auch nicht aufgehen. Ja, genau. Und eine Arbeitsplattenerweiterung haben wir sogar auch. Ah ja, zeig doch mal, Karl. Seht ihr? Auch in der gleichen Farbe, alles. Was ich immer schön finde bei Giotto ist, bei Giotto Light, es gibt hier keine Kanten oder scharfen Geschichten. Auch die Kanten sind immer rund. Jeder kennt das Problem mit den eckigen Dingen. Du bleibst hängen irgendwo und es macht Autsch. Ja, also das finde ich so ganz toll. Es ist alles immer irgendwie schön gerundet. Du kennst es öfters bei Kamerabums. Macht das Geräusch. Also das finde ich immer recht schön, wenn man das so macht. Absolut. So, dann haben wir eine Getränkeschublade und einen Kühlschrank. Und oben drin natürlich auch noch ein Gefrierfach. Also man muss auch nicht auf irgendwas verzichten hier. So, mal schauen, haben wir hier auch ein Schwenkbad. Ich habe eben schon ein anderes Modell gezeigt. So, Moment, ich muss mal doch so. Nee, okay, haben wir nicht. Klär uns auf. Da hast du eine richtig schöne Dusche drin. Mhm. Die kannst du natürlich wegklappen, die Türen. Mhm. Ich zeig das mal gerade. So, Moment. Was toll ist, dass die Dusche versenkt ist im Boden, die Wanne. Damit läuft also nicht alles die Soße raus, wie bei vielen Modellen, wo alles in einer Fläche drin ist. Da stehst du meistens in der Toilette im eigenen Saft. Das stimmt. Ja, hier habe ich das Problem auf jeden Fall nicht. Vor allem mit zwei Abflüssen. Das ist auch nicht immer so. Ja, du stehst ja nicht immer gerade und dann steht das Ding irgendwo schief und es schwappt doch über. Ja, ich finde das Bad sehr hochwertig gemacht. Also gerade mit Kleinigkeiten wie zum Beispiel der Abzugspilz oben schon drin. Mhm.
die Düfte abziehen. Und wir haben ja trotzdem noch ein Fenster. Ja, du hast ein Fenster drin. Ja. Du hast auch die obligatorische Jottiline-Kleiderhaken oben drin zum Abtrocknen, wo du Handtücher, Bikini. Also ich muss das mal ganz kurz erwähnen, wie hoch hier auch die Stehhöhe ist. Stimmt. Also manche größeren Menschen müssen sich ja wirklich in die Dusche quetschen. Das ist hier wirklich gar kein Problem, weil es ja hier auch noch mal ein bisschen nach unten geht. So, und wenn ich die Dusche dann nicht brauche, dann klappe ich das hier einfach weg. Moment, das geht, glaube ich, nach innen. Ah, das ist fest. Okay, schon gedacht. So, wenn ich das dann nicht brauche, hier haben wir, gibt es hier die Möglichkeit, nochmal so einen Rost reinzumachen? Da gibt es die Möglichkeit, einen Rost reinzumachen. Der ist normal auch dabei. Okay. Bloß jetzt natürlich auf der Messe nicht mehr. Okay. Auf der Haken. Natürlich auf der Messe nicht mehr. Ja, wie mir ja schon mal gesagt hat, es verschwindet jeden Tag mehr. Ja. Vom Navigationssystem über Wasserhähne, alles Mögliche. Wir haben es ja bei einem anderen Hersteller gesehen, der war richtig ausgeschlachtet. Wahnsinn. Da, wo wir dieses böse Video auch noch gedreht haben. Also es verschwindet jeden Tag mehr. Und es ist heute der letzte Tag, genau. Ja, was wir zurückbringen, genau. So, das finde ich auch extrem schön. Wir haben hier ultra viel Platz neben dem Waschbecken. Wir haben hier einen sehr großen, geräumigen Spiegel. Hier mit Pushlock, genau. Hier oben Staufach und sogar nochmal unter dem Waschbecken. Also das Bad ist der Hammer. Also wirklich, man hat hier super viel Platz. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Highlight von dem Modell, würde ich sagen. Und ist auch beheizt. Obwohl ich am Anfang gesagt habe, das Highlight ist eigentlich die Weltneuheit mit den Einzelbetten, ne? Das ist doch die Platte, genau. Das Rost? Was ist das? Genau, ja. Richtig. Ah, ist doch noch da. Ja. Wahnsinn. Keine Beine. Ist wirklich ein tolles Badkonzept und man hat hier echt genug Platz. Man muss auch sehen, Jottiline für den Preis. Ja, oft kriegst genau, du für das Geld um die 60.000 Euro ja nicht mal einen gebrauchten, teilweise nicht mal 2-3 Jahre alt. Ja, ja. Ist ja klar, dass man das jetzt nicht mit einem Concorde vergleicht. Ne? Also das sind ja ganz andere Liegen. So, hier haben wir auch nochmal Stauraum. Und zwar unter den Stufen. Hier sehen wir auch den die Gasregler. So, und hier wahrscheinlich dann auch nochmal. Oh ja, da ist wirklich sehr viel Platz. Und wie wir ja schon gesagt haben, die Längsbetten und dann hier noch zwei Kleiderschränke. Da komme ich jetzt in dem Fall, glaube ich, nur von der Seite dran, oder? Ja. Ja, okay. So, Moment, andere Seite zeigen wir jetzt auch nochmal. Der ist nicht ganz so groß, aber auf jeden Fall auch sehr tief vor allem. Ja. Da ist schon mega viel Platz. Ja, absolut. So, ich zeige mal gerade die... Ach so, die habe ich auch noch nicht aufgemacht. Da ist, glaube ich, der Durchgang, genau. Also ich kann auch mal meinen Hund da hinten reintun und der könnte dann hier wieder rauskommen. Oder natürlich auch zum Beladen oder Entladen der Garage. So, einmal noch hier hinten die Schränke. Jetzt muss ich mal schauen, wie sie aufgehen. So, die sind alle drei gleich groß. Und die Betten, ich zeige das mal gerade. Das kann man natürlich dann noch als komplette Fläche erweitern. Und dann habe ich wahrscheinlich 1,60 bis 1,80 sowas Breite. Ja, ich bin gut im Schätzen geworden, tatsächlich. Ja, ich habe jetzt schon so um die 150 Betten gesehen. Also so langsam geht's. Ja, genau. Okay, hier haben wir natürlich auch noch einen schönen Vorhang, dass wir auch ein bisschen Privatsphäre haben. So. Also, das hätte man jetzt aber auch falsch verstehen können. Ja, genau, wir beide schon am letzten Tag. Genau. Nee, einen schönen Vorhang. Die Jeanne kann überhaupt nicht mehr ernst bleiben. Ist nur noch am Lachen hier. Total unprofessionell. Nein, Quatsch. Wir verstehen ja alle Spaß und bleibt ja in der Familie. Ja, genau. Wir haben es gezeigt. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht, oder? Karl? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht noch den Einstieg kurz schauen. Ja. Auch eine Besonderheit, was äußerst selten ist. Du siehst, der ist direkt sehr flach. Du brauchst hier nicht eine Trittstufe, du kannst einfach so einsteigen. Also wirklich ganz kurze Wege. Und auch aus sehr stabilem Material. Hier waren schon 3.000, 4.000 Leute drin. Mindestens. Sieht immer noch relativ frisch aus, muss man sagen. Also auch eine gute Idee. Robust, stabil, genau. Cool. Videos gucke ich immer. Ach, schön. Eine Frau, die unsere Videos guckt, das gibt's ja gar nicht. Ja. Cool. Ich war ganz erstaunt, wie ich jetzt gesehen habe, wie du quasi moderiert hast. Ja. Nur noch alleine mit Frau als Kamera. Ja, wir können das auch. Super. Mhm. Freust du dich, dass wir auch mal ein Frauenteam haben? Ja. Ja, ne? Ja, klar. Cool. Warum immer nur Männer? Okay. Ja, das sehen wir genauso. Genauso gut. Ja.
Definitiv. Dann schau dir gerne mal das Fahrzeug an. Macht viel Spaß. Danke. So, vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Ciao.